Vielleicht mach 20 Kniebeugen, wenn er mir nichts sagt. Kann ich ja nichts dafür, ne? Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So. Dann können wir den Sport auch abhaken. Morgen Sport durch, das haben wir hier so. 870, das wird ein Stück weit weg sein. Sandwick, da wollen wir sowieso hin. Das ist gut. Ich würde noch mal kurz warten. Wegen Holz eventuell mitnehmen. Crusaders from the north have taken the fallen star. You're not sure if this means... soon to the end, it would be a shame. Okay, so... Strife has made for such great opportunities. Okay. So. 198, das ist eigentlich ein guter. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Ja, okay. Das ist vielleicht doof. Keinen Platz mehr zu haben. Mach die billigen Sachen hier weg. Sowas da. Brauchen mehr Platz im Inventar. Halt mir das mal kurz fest. Da, das ist glaube ich auch der Basis-Crossbow, der ist auch nicht so viel wert. So viele Schilde, ey. So, jetzt haben wir wieder Platz. Oh, guck mal, hier können wir auch das noch verkaufen, das habe ich völlig vergessen. So. Sehr schön, danke Sonix. Dich reparieren wir. Bei den Schilden, ich weiß nicht, wann ich wirklich reparieren muss, zwangsläufig. Dich reparieren wir, glaube ich, weil du bist anstatt 100... 700 statt 475 wert, was einiges mehr ist. Dagger kann man, glaube ich, auch einfach so lassen, für den Fall, dass wir ihn noch mal brauchen. So, und wir gehen nach Sandwick, was auch die richtige Richtung sein sollte. Wir haben noch Muni, aber auch mal nicht mehr. Warum verbrauchen wir denn so viel Muni? Wir haben nur noch zwei Range, wir verbrauchen einen Haufen Muni? Habe ich irgendwas verpasst? Also Sandwick ist hier, ne? Deswegen hier runter, dann hier rüber, ist so der Plan. Das wird schon. Wie sieht's hier aus? Holz? Ach, geil. Dass ihr immer das Holz direkt wieder haben wollt, ist schon awesome. Kann man ja nicht anders sagen. Ich brauche Essen noch ein bisschen. Ja, das Essen ist nur hier in der Stadt immer sehr teuer. Training Hall, Armorer gibt's hier. Könnten hier nochmal für 1300 eine 140er Rüstung kaufen. Oder für 1700 eine 150er Rüstung. Das ist halt nicht so viel mehr wert, ne? Oder für nochmal 1700 oder 150, 103, 140. Ja. Mailhubersk. Oder für sehr viel mehr eine richtig fette Rüstung. Heavy Lamella Armor. Haar. Ich glaube, Heater Shields würde ich gerne mitnehmen, wenn ich es kann. Und gerade habe ich ein bisschen Geld, dass das geht. Ansonsten ist hier, glaube ich, zu teuer. Leider Gottes. Wieso generell der Preis? 20. Ich könnte ja auch andere Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Warband. Ja, du bist sowieso die schlechtere Version vom Longsword, ne? Deswegen fliegst du auch raus. Ich glaube, dich werde ich nicht mehr benutzen. Da verkaufe ich dich jetzt auch mal. Ich glaube, so viele davon brauche ich halt echt nicht. Genauso hier. Dich brauche ich nicht mehr. Ja, den Scamex will ich wohl noch reparieren. Machen wir noch ein paar davon weg. So. Und einmal... Tools and Supplies, auch wenn die übel teuer sind inzwischen. Überall, alle Tools and Supplies sind teuer. Ein Falcon ist so ähnlich wie ein Hund, nur dass du Sicht kriegst. Was spannend, glaube ich, nachts vor allen Dingen sein kann. Sonst, Weaponsmith haben wir hier noch.
Ja, dafür haben wir, glaube ich, noch nicht genug Geld so richtig. Ein Billhook. Haben wir schon einen Billhook auf unserem? Ja, doch, auf die haben wir schon einen Billhook. Das ist die bessere Version, also die Stufe 3 Version sozusagen ist, von dem Ranged Pixerich. Two-Handed Flanked Mace. A Large and Heavy Winged Mace. Das ist, glaube ich, Stufe... Mindestens Stufe 2, wenn nicht sogar Stufe 3. Ja, wahrscheinlich Stufe 2. Vom Mace. Hammer Two-Handed. Hammer ist halt fucking ridiculous strong gegen Rüstung. Wobei ich den Two-Handed Flail immer noch... Flails haben schon einen geilen Vorteil. Weil sie einfach Schilde ignorieren. Schilde sind einfach wurscht. Weil du halt um die drum rumschlagen kannst. Na gut. Gehen wir weiter. Mein Tee nachgießen. Achso, hier, ja gut, das will ich eh nicht machen. Entsprechend kann man hier, glaube ich, aber auch nichts kaufen und nichts verkaufen. Alter, 10. Und arschteuer wahrscheinlich alles, ne? Ja, es ist sogar okayisch. Aber teurer als in der Stadt, sag ich mal so. Da müssen wir in Gelbstadt was holen und hoffen, dass wir da gute Preise haben, weil Essen dann sonst langsam uns ausgeht. Und wenn wir kein Essen mehr haben, mögen Söldner nicht. Mögen Söldner nicht, gar nicht. Kein Essen, finden die Scheiße. Essen und Geld, alles andere kann man heilen wieder, sagen wir mal so. Local Holiday. Buying items for 5% more, mehr Food, trading Food für 10% less. Ja, aber irgendwie billig ist es trotzdem nicht. Billig ist trotzdem nicht. Deswegen nehmen wir mal nur ein bisschen Mehl mit. Barber, Armorer, Tempel. Ja, 130er für 1100. 150er für 1700. Ja, das ist ungefähr der gleiche Preis, ne? 900 für die halt. Achso, ich habe mein... Und das hier ist nochmal so ein Heater-Shield. Weil ich wehr meine Leute im Nahkampf... mit den besseren Schilden ausstatten müssen. Aber wir brauchen bei Sotelux dringend mehr Fatigue. Dem kann ich kein besseres Schild geben. Aber Sono... Ricky kann noch ein besseres Schild kriegen. Und wir haben ein Level Up mit der Nyushka. Worm Slayer. Der langsam im... Der braucht ja noch ein bisschen Defense. Und mehr HP. Ein 5er HP-Roll. Oder? Vielleicht auch ein bisschen Resolve, wenn er an der Frontline steht. Würde ich sagen. 3er Resolve-Roll ist auch ganz okayisch. Ja, so wie der ist, soll der Battleforged werden, ne? Würde ich sagen. Deswegen Battleforged. 86%. Brawny hat er schon. Shield Expert könnte noch gebrauchen. Ja, Fearsome vielleicht. Mal sehen. Oder wir nehmen ja irgendwann die Ranged-Sachen weg. Mal sehen. So, leave. Wir müssen eh darüber, dann können wir nach Himmelsdorf nochmal gucken gehen, ob da es noch irgendwas Cooles gibt. Ob die noch was Schönes haben. Ja, da kommen wir bei Nacht an, dann können wir auch weitergehen. Hier lohnt sich leider nicht, nach Grafenhafen zu gehen. Lohnt es eine Abkürzung. Das ist dann wahrscheinlich fast genauso schnell wie das hier unten rum. Also die Wegführung, soweit ich weiß, sucht die schon den schnellsten Weg, nicht den... Zwar nicht, glaube ich, den kürzesten, sondern den schnellsten. Und hier gibt es Trading-Karawanen noch und nöcher nach Dammwald hoch und Tannwald wahrscheinlich. Weil beim Dammwald gibt es auch Holz. Holz, Holz. Ich und mein Holz. So, wir haben nicht mal einen Kampf gehabt. Disappearing Villagers. 940. Return Ceremonial Staff. Das ist wahrscheinlich eine Untoten-Sache. During times, this is what I'm reading about. You guess Militia Medals and makes shaken. You see, I'm currently in a war, but wars are not just fought with men, but with supply chain, logistics, food and
all these things which Homefront provides. The Southern Muds understand this concept as well as we do, and they have sent raiders and infiltrators to destroy the Homefront, to distract me, to distract my soldiers. I need you to root out these bastards. Ja, das ist wieder das Thousand, das gibt 1500 und Raiding Parties intercepten. Problem an den Raiding Parties intercepten ist, wie viele fucking Raiding Parties es kommen. Also da kommen wir gleich direkt 5 einmal oder sowas. 100 Liegestütze gibt's nicht, gibt 10. Sono. Ich weiß, du könntest das, was ich jetzt sagen will, trotzdem tun. Ich habe mir gesagt, du müsstest dann 10 mal redeemen. Aber ich glaube, ich würde nicht 100 Liegestütze am Stück machen. Ich bin, glaube ich, froh, wenn ich die 10 jetzt schaffe, weil ich ewig keinen Sport mehr gemacht habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und ich glaube, in meinem Leben waren die meisten Liegestütze, die ich auf einmal geschafft habe, 40 oder 50. Imagine Liegestütze im Schal, ja, und? Das sind nur 10. Wenn ich jetzt noch weitermache, würde ich auf einen Schall ausziehen. Das ist richtig. Das ist eine Einstände Raiding Parties Quest und es ist relativ wenig Geld. Das deutet eigentlich darauf hin, dass die Quest gut machbar ist. Schwierigkeitsstufe 1. Eigentlich. Probiere ich das jetzt? Ich will eigentlich nicht. Ceremonial Staff wird ein Undead-Dude sein. Achso, und die Liegestütze, die ich so 40, 50 im Stück gemacht habe, bei der Bundeswehr. In der Grundausbildung, wo sie halt für jeden Scheiß, sobald irgendwie jemand eingeschlafen ist, eine dumme Frage gestellt hat, gab es jedes Mal Liegestütze. Also deswegen, ich habe wirklich viele Liegestütze gemacht an der Stelle. Und das war so ein Ding, wir hatten irgendwie einen Vortrag über so ein bisschen Soldatenrecht. Und da waren wir Leute eingeschlafen und haben gesagt, um uns aufzuwecken, haben wir dann mit so 50 Mann Liegestütze gemacht. Wo wir halt bei 50 ungefähr rausgekommen sind. Das waren viele Liegestütze auf einem Fleck. Und das Gemeine war, dass wir planken, also dass wir die Stätte, also sozusagen oben halten mussten, wenn Leute länger gebraucht haben. Deswegen. Ja, es gibt eigentlich keine Kollektivbestrafung mehr, aber wenn du es anders verkaufst, kannst du es immer noch machen. Also Kollektivbestrafung ist, wenn einer einpennt, müssen alle Liegestütze machen. Darf man eigentlich nicht mehr machen in der Bundeswehr. Laut, ne, von oben nach unten gegeben. Aber die Leute lassen sich Dinge einfallen, wo sie halt sagen, ja, wir wollen euch ja nur munter machen, deswegen Sport und so hilft da. Ja. Doppelt fies, weil wir sind natürlich eingepennt. Weil wir am Vortag irgendwie bis 0 Uhr irgendwas putzen mussten. Weil wo sie ständig auch irgendwie ins Staubkörnchen gefunden haben. Und dann früh um, ich glaube, 4.30 Uhr oder so war Antritt. Deswegen, du hattest nicht viel Schlaf. 4.20 Uhr, glaube ich sogar. Und ja, dann war irgendwie um 8 ging dann der Vortrag los. Und wir hatten keine Lehrzeit bis dahin. Also wir hatten irgendwie so Antritt, Morgensport, kurz duschen gehen, Frühstück. Dann wahrscheinlich ging es schon direkt los. Dann war es eher um 7 oder so, um 7.30 Uhr. Aber damals noch, bei mir, ich war noch Pflicht, ja. Ich bin noch eingezogen worden. Ich bin nicht freiwillig gegangen. Ein Jahr nach mir, also wo ich aufgehört habe, ich habe mich 3 Monate verlängert, ich habe noch 9 Monate gemacht, habe 3 Monate verlängert. Wo ich dann aufgehört habe, gab es die Wehrpflicht nicht mehr. So, wir probieren das jetzt hier. Ich hoffe, das funktioniert. Crusader from the north taking the ancient city. Okay. 12 Thieves. Aber da wird mit Sicherheit irgendwo ein fucking Undead-Dude dabei sein. Nee, also ich wurde halt einfach im Juni. Nee, ist am 1.7. eingezogen. Und hab dann 9 Monate gemacht. Das heißt, ich werde zum. Nee, ja, doch. Zum 1.1., zum 1.4., zum 1.7., ja genau. Und wäre dann zum Ende März fertig gewesen.
Und was soll ich mit einem halben... Also ich hätte ein halbes Jahr Freizeit gehabt, aber ich hatte keinen schweren Dienst. Also mir ging es dort relativ gut und ich hatte entspannte Zeit und ich hatte... Sonst hätte ich mir für 6 Monate irgendeine Beschäftigung suchen müssen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich verlängere, mir wurde mein Zug bezahlt, mir wurde mein Essen bezahlt, mir wurde meine Unterkunft bezahlt. Ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt, ich hatte null Ausgaben eigentlich. Und ich habe im 9. Monat so um die 650 Euro gekriegt. Und wenn ich verlängere, habe ich dann im nächsten Monat über 1000 gekriegt. Ich habe gedacht, ja gut, 3 Monate verlängern, 3000 Euro mitnehmen. Warum nicht? Alles andere wird ja bezahlt. Wann genau die denn abgeschafft? Ich weiß noch, dass ich die Tagesschau angeschaut habe, als sie das bekannt gegeben haben. Es müsste Anfang 2009 gewesen sein, wo es abgeschafft wurde. Okay, und es ist einfach nur Brigands, das ist sehr gut. Dann rein da. Oh, scheiße. Wir sind im Moor und sie haben die bessere Seite. Wir müssen entweder komplett hier uns hier runter orientieren oder hier hoch. Weil hier hast du Minus-Skill in dem Wasserbereich. Das Gute ist, die kommen auch nicht so schnell an uns ran. Ja, es ist schon so lange her, das ist richtig. Also wir wollen ja nicht mit im Minus-Skill kämpfen, das ist irgendwie Bullshit. Du bist schon alt. Wow, Sono. Sono hat wieder die Handschuhe ausgepackt. Du wartest mal, wir wollen mit hier oben anfangen, uns zu verschieben. Genau, mit dir so. Du wartest auch mal kurz. Du kannst anfangen. Oh no. Patsch, patsch, patsch hier, ey. Wir müssen hier hochpatschen irgendwie aus dem ganzen Wasser raus. Du bist schon mal raus, das ist sehr gut. Sonix. Kein gescheiter Name für meinen Hogwarts-Schein. Will ich meinen echten nehmen? Random English Word Generator. Wird schon gehen. Die trauen sich im Glück auch nicht so richtig ran. So, du bist auch schon mal raus, Ricky. Aber du kannst hier nicht gehen, weil das ist, glaube ich, 3... Ne, 2 AP. Was das? Das Wasser hier, die Stelle. Okay. Das ist schlecht. Muddy Earth, Plashy Grasp. Welches Haus? Das stimmt, das ist die gute Frage. Ich glaube, der Sohn hat noch gar nicht so weit angefangen. Der hat mir da noch eine Charakterausstellung ist, oder? Wo war das? Ja, so meine Vermutung. Dass er noch nicht so weit ist. Ich glaube, ich werde hier gleich von denen angegangen. Ist so mein Gefühl. Kilian. Kilian ist doch X-Hunter X oder sowas. Hufflepuff oder Ravenclaw. Ich bin kein Harry Potter Diehard Fan, also komm mir nicht mit Namen von den Büchern. Hey, das sind doch die Namen von den Büchern. Mein Vorname nehme ich schon. Geh mal weg. Wer mich rankommt, wird halt weggetaggt. Der Schuss Sonics, alter Vater. Was eine Frechheit. Okay, wir müssen hier unten im Wasser fighten, ob wir wollen oder nicht, weil sie halt einfach rankommen. Die steppen halt ran, die dürfen aber jetzt eigentlich auch nichts treffen. Diese Minusprozente ist halt für Leute mit hohem Skill heftiger als für Leute mit niedrigem, ne? Oh, what? 42er. Starten wir beide. Ne, hier. 33 und 42. Stand beide. Klar. Warum auch nicht? Okay, wir müssen fighten hier unten, aber wollen wir nicht. Es hat sich nicht rausgeschafft. So, Batz, Batz, hau ab.
Du kannst noch warten. Dann so. Den weg. Dem eingeben. Sehr geil. Oh, das war der Werfer. Upsi. Bist du noch dran? Ne, bist du nicht mehr, ne? Nightingale. Ja, Jorn hat ja Vorschläge, guck mal. Hättest ja nur mal fragen müssen, den Jorn. Ja, das ist ja wieder... Batz! Nice! Hiding ist. Ach, oh, Mann, ey. Ihr Trolle, ey. Hör mal auf, mich zu dolchen hier. Also, das sind ein paar arme Tröpfe hier, sagen wir mal so, ne? Weil die haben ja gar keine Chance gegen uns. Also die machen ein bisschen Rüstungsdamage, aber mehr haben sie noch nicht erreicht. Okay, aber wir erreichen auch nicht mit einem 45er-Hit, sagen wir mal so. Nice! Xeli hat einen Kill gekriegt. Das finde ich sehr gut. Sono hat keine Ausdauer mehr, das ist schlecht. Ja, mit dem kommen wir jetzt hier nicht raus, ne? Weil du hast 8 Melee-Defense. Sean könnte jetzt hart auf die Fresse kriegen. Vor allem, wenn der nicht hittet. Mit seinen 72. Hittet auch nicht. No! Hey! Nee, du musst hier unten helfen, glaube ich. Jawohl, da sind wieder die Hits, die ich haben will. Okay, dem geht's schon mal nicht gut. Der hat keinen Bock mehr. Der hat, glaube ich, keine Ausdauer mehr, den niederzurennen hier. Keine Ausdauer zu laufen, ey. In dem komischen... Murky Water da... Tilux hat auch keine Ausdauer mehr, irgendwo hinzulaufen. Hör auf, meinen Xeli zu verprügeln. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Sehr schön. Tja, also wir konnten uns nicht dahin retten, wo ich gerne gefightet hätte. Überhaupt da reinzulaufen ist ganz schön und Dummbatz für jemanden, der das irgendwie entscheiden müsste. Also, ich werde mich niemals dahingestellt, wenn ich vor der Aufteilung sozusagen entscheiden darf, wo ich hinwollen würde. Huch. Nein. No. Run them down! Die übelsten Weitschüsse, die trifft er, weißt du? Mir ist nicht ganz klar, wo der jetzt hinrennt, der Dude. Wir können eigentlich auch eher R machen, ja. Lass skippen, der Fight ist vorbei. Lauf, mein Kleiner, lauf. Ich lass dich leben, damit du erzählen kannst, wie er abgeschlachtet wurde im Moor. Kann ich Retreat eigentlich machen? Enemy is battered and beaten. Those few still in the direction where you hunt them down and hit their heads. It's over. Da kommen wir raus. Okay. Sehr gut. 2 Level-Ups. Bisschen Kleinkram.
Clean the blood of a sword and go to retrieve the item. As you bend over to pick it up, you spot a man watching you in the distance. He comes forth, his two hands totem together with long sleeve. I see you killed my benefactor man. 1700. My benefactor paid good money for that artifact. It appears those he paid are no longer owed. So maybe I can speak to you directly. I will give you... Das sind 1000 fast mehr, als die Stadt uns gibt, weil die gibt uns, glaube ich, 900, 800, 900. Ich glaube, man mag mich Sandwick aber nicht. Und Sandwick mag... Also ich würde gerne, dass mich Sandwick mag, weil da wollen wir eigentlich noch Relation bauen. Ne, we pay to return. Ja, 900. Also, er hat uns glatte 800 draufgegeben. Das wäre ein guter Deal gewesen. Aber wir haben mit Sandwick, glaube ich, noch keine so guten Relations, dass ich das machen wollen würde. Glaube ich, Sandkai. Sandwick ist gerade mal open, genau. Also, die hätten wir gegen uns aufgebracht, was echt unangenehm geworden wäre. So, wir haben immer noch Probleme mit Essen. Ihr bezahlt genau nichts für irgendwas. Wie geht's meinen Leuten? Achso, Level-Ups, genau. Xili hat ein Level-Up. Was wollten wir mit dir machen? So wie du aussiehst. Auch einen Battleforge-Tank, deswegen Defense. Dat. Und HP? HP ist plus 3, glaube ich, schlecht. Wir könnten mit plus 4 auch versuchen, Resolve zu fixen. Oder wir könnten plus 2 ein bisschen Melee-Skillen, damit er auch zuhauen kann. Ich glaube, ich würde Resolve erstmal fixen mit plus 4. Kolossus, wie immer. So, Marzomodo. Du siehst mir sehr nach... Battleforge Tank aus. Das heißt auf jeden Fall dich. Defense und dann wahrscheinlich ein bisschen Resolve fixen, weil ich glaube, wir hatten sonst keine guten Rolls. Nee. Plus. Oh, nee, warte mal, wir hatten plus 4 HP. Dann nehmen wir den mit. Weil den plus 5er kriegen wir, glaube ich, fast immer. Wir kriegen, glaube ich, 5 plus 5 und plus 6 hier. Bei Resolve. Ja, Spear. Brauchen wir dich auf Spear? Wollen wir dich auf Dagger gehen? Dann kannst du nämlich Overwhelmen, aber du bist ein Battleforger. Du hast kaum Initiative. Du bist immer zu spät dran. Da ist Overwhelm Quatsch. Könnt ihr erstmal einen Shield Expert nehmen vielleicht noch? Für mehr Defense? Und weniger Shield Damage? Ja, let's go. Mehr Defense. Hört sich ganz gut an. So, jetzt haben wir die beiden Level-Ups gemacht. Ben suffered an injury. Has enjoyed the wizard. Won a battle. Ja, Ben geht's halt nicht so gut, ne? So insgesamt. Dich wollen wir reparieren. Dich nicht. Euch glaube ich doch. Euch irgendwie schon. Ihr seid nämlich die Level 2 Flails. Und ab Level 2 kann man schon reparieren. Die ganzen Schilder wollen wir nicht reparieren. Ja. Haben wir hier vielleicht noch eine fucking insane Person? Ein Vagabund wird es wohl eher nicht sein. Da will ich keine Kronen für ausgeben. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Grafenhafen zurück. Alternativ könnten wir auch... 30 Axis Camp, das müssten eigentlich auch Brigands sein. Könnten wir einfach angehen? Ist halt echt doof, weil... Ja, alles voll Sumpf und so. Dann gehen wir nach Grafenhafen. Wir haben inzwischen relativ viel Kohle. Wir könnten wieder nach besseren Rüstungen schauen. Bräuchten aber halt... die Stelle, wo die Rüstungen sind. Auch hier schon, wir können ja hier drüber. Da hätten wir vielleicht doch hier rumgehen können. Auf dem Weg hin. Man kann ja ein bisschen über Wasser laufen. Das ist dann halt eine Furt, wo man durchkommt. A Furt? So. Barber Tavern. Hier, let's go. Gib mal einen aus. Tempel, da ist nichts zu tun.
Wie sind hier die Preise? 19. Ja, 19 ist schon okay. Da können wir die Sachen raushauen. Können wir das raushauen. Minus 9. Eine 140er minus 9 ist, glaube ich, schon okay. Brauchen, glaube ich, nicht mehr so viel davon. Und die scheint mir ein komischer Zwischenschritt zu sein. Könnte man für... Ah, nee. Das brauchen wir nicht. Military Peak behalten wir mal eine. Davon behalten wir eins. Hunting Bow. Ich glaube, wir haben keinen Range Dude mehr. Aktuell zur Auswahl. Wir können hier mal davon was verkaufen. So. Ansonsten ist es hier relativ teuer wieder. Sachen zum Reparieren, Sachen zum Essen, alles nicht so geil. Alles nicht so geil. Was haben wir hier für Leute? Ein Gambler. Ich glaube, ein Gambler. Der kann ja Drain, der kann ja Defense ein bisschen. Defense und hohe Ini kann er haben. Er hat Max Roll Ini. What? What? Okay, er mag keine Orks, aber. Average Leben. Average Fatigue. Low. Wobei sogar Low Fatigue. Low Resolve. Max Roll Ini. Average für die Klasse. Es geht immer von dem Background. Melee Skill und Ranged Skill. Mit 2 Sternen. High Roll Defense. Melee Defense, High Roll Range Defense. Oh, also der kriegt immer 30 in Melee-Skill. Und im Melee-Defense kriegt er 2 bis 3 immer. Also er kriegt demnach 25. Wenn ich jedes Level, hat er 10 Level-Ups, 10 volle. Wenn ich jedes Level Melee-Skill und Melee-Defense nehme, nur das. Ich müsste also Nimble machen. Und dann HP noch. Weil Ini hat er schon ganz gut. HP und Ini müssen sich abwechselnd leveln. Dann kriegt der beim Skill plus 30, kommt bei 81 raus. Und beim Defense kriegt er plus 25. Kommt er bei kurz über 30 raus. Plus noch Dodge, plus Nimble, plus Schild. Schild gibt, glaube ich, 20. Also ist er schon bei über 50% Defense. Oh, mit relativ gutem Skill. Jetzt kriegen wir hier aber auch Leute. Ach Mann, ich kann die nicht alle gleichzeitig leveln. Ich müsste jetzt wieder Leute rauskicken. Ich muss, wenn ich den nehmen will. Da würde wahrscheinlich ein Xander Vierte dran sein. Oder ein Xeli. Müsste ich Xeli wieder rausschmeißen. Weil der hat gar nicht so geile Sachen und der hat auch nicht... Der hat gute HP gehabt. Der hatte gute Base-HP. Also der hatte gute Base-Werte, so generell. Ach, Mann. Also die High-Leute soll ich nicht rauskicken, weil das kostet super viel Geld. Deswegen, es wäre Ricky, Xan, Xeli oder Ben. Ja, Ben hat, glaube ich, nicht so... Du hast halt plus 10 Fatigue. Ja, aber du hast... Boah, du bist auch bloß ein Tank mit schlechten Stats. Ich glaube, ich hau meinen Charakter raus. Da muss ich mich nicht schlecht fühlen. Ben, würde ich sagen, du gehst raus. 120 schon, weil er ein Level-Up hatte. Alter. Uff. Ich bin Ben, der Gambler, oder was? Bevor wir jetzt aber weitergehen, gucke ich mir kurz die anderen Leute an. Also der ist gut, aber ich gucke mir kurz die anderen Leute an. Der hat im Prinzip schon 2 Level-Ups im Defense. Melee-Defense, was halt schon nice ist. Raider ist sau teuer. Einen Cripple wollen wir nicht haben. Was ist bei dir so?
Okay. Plus 10 Resolve in Battle with Greenskins. Optimist. Ne, wir heilen den. Zumindest schon Ben der Dritte tatsächlich dann. Ben der Dritte. So. Du wirst in Nimble. Nimble Dodge Tank. Das heißt, minus 8, minus 7. Die Combo. Du hast noch relativ wenig Skill, deswegen auf jeden Fall ein Speer. Und dazu halt aktuell auch noch ein Schildchen, würde ich sagen. So. Oh. Vielleicht lieber das Schild. Und das und das. Ja. Ja. Alternativ hätten wir auch die Handaxe geben können, weil er noch keinen Skill hat, einfach nur um Schilde zu spalten. Boah, da brauchst du ja keinen wirklichen Skill, weil du hast, glaube ich, beim Schildspalten, die Gegner-Schilder haben immer 100% Hitchance. Aber ja, wir müssen halt jetzt langsam durchrotieren mit Leuten. Müssen wir mal hier irgendwie Xan austauschen für Ben. Und dann machen wir vielleicht Ricky lieber nach vorne. So. Was haben wir hier für Aufträge? Achso, haben wir hier noch einen Armorer oder sowas? Nee, haben wir nur einen Barber. A Barber und was zu kaufen, das war alles teuer, ne? Wir nehmen mal noch zwei Throwing Nets mit, falls wir wieder gegen Alps ran müssen. Fritz Immersion falls his hand together when he sees you. This might be a strange question, but a delivery for me. Okay, delivery 220.100 in Hallheim, was echt weit weg ist, für nicht so viel Geld. Karawane, 20 Heads, 900, Bergau. Bergau, das könnte man machen, wenn es noch da ist. Wir wollten ja hier mal Hunde holen. Von daher, wenn die noch da ist, würde ich die dann nehmen. Aber erstmal gehen wir Hunde kaufen. Wuff, wuff. Motherfucker. Das haben sie irgendwie nie repariert, ne? Das ist seit Anfang an. Hier ist nochmal direkt noch eine Ruine daneben. Habt ihr die nicht repariert? Noch eine neue Kaserne daneben gebaut und die ist wieder kaputt gegangen? Also... Ihr seid auch Experten, ey. So, Hunde. Ich weiß nicht, ob Hunde unterschiedliche Stats haben, ehrlich gesagt. Ich mag schwarze Hunde. 1, 2, 3 Hunde kaufen wir mal, würde ich sagen. So. Wir geben auf jeden Fall mal Ben einen Hund, weil ich mag Hunde. So, zack. Wen haben wir dann noch? So, Tilux kriegt einen Hund. Und dann vielleicht noch einen auf der anderen Seite. Sono hat hier schon. Da müssen wir Xeli noch einen Hund geben. Xeli kriegt einen Hund und der Hund kriegt noch eine. Moment. Ben hat einen mit Rüstung, dann kriegt Xeli die Rüstung noch dran. Zack. Sonics will auch einen Wuff. Du bist hinten. Du bist niemand, der einen Wuff gut in den Kampf bringen kann. Das Problem ist ja, wenn ich einen Wuff einsetze, kann ich den neben dem Charakter, der ihn einsetzt, auf ein freies Feld setzen. Und da will ich ihn eigentlich relativ weit vorne haben, weil die Hunde dafür gedacht sind, wenn hinten die Archer oder so wegrennt, dass wir die dann erwischen. Deswegen, du bist einfach zu weit hinten. Du musst selber schießen. I'm sorry. Aber du darfst meinen Hund mal streicheln, wenn du möchtest. Das ist okay. Ja, das tut mir jetzt leid, Sonix. Können sogar noch einen hier. King. Jetzt haben wir einen King gekauft. Das kriegen die Frontliner. Das kriegen die Frontliner. An den Seiten habe ich jetzt jeweils einen. Und einen in der Mitte. Ja, Xan, du kriegst auch noch einen Hund zum Rumspielen. Ach, was soll's. Hier, Sonix, weil du so lieb gefragt hast, du kriegst King. Was haben wir hier eigentlich jetzt? Skull? Bracke? King? Und Snarler, the Wardog. Alle mit Rüstung. Sehr schön. Okay, da haben wir das gemacht. Tempel brauchen wir nicht. Armorer, was gibt's hier? Preise sind okay. Die Preise sind sehr okay. Könnte ich 250er Rüstungen kaufen. Der heißt jetzt Bello. Ich glaube, Hunde darf ich nicht umbenennen, ehrlich gesagt. Also von daher wird hier immer King stehen, aber du darfst natürlich Bello nennen, wenn er darauf hört.
Ich überlege ehrlich gerade, ob ich hier die 150er-Rüstung mitnehme. Wobei ich da mal kurz einen Überblick brauche, wie viel ich davon noch brauche. Weil du bist ja... Du bist ein Nimble-Tank. Du bist ein... Da habe ich eine 130er. Du brauchst auf jeden Fall eine. Du kriegst auch eine. So, Tilux hat schon eine. Da brauche ich keine mehr. King Bello ist in Ordnung. Eine 150er Rüstung, 250er Rüstungen. 350er Rüstungen. Wobei du gar nicht so viel Fatigue hast. Du musst, also du bist Level 7 und hast 59 Fatigue. Das ist eine Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe. Nimm mal das hier, damit du wenigstens ein bisschen mehr Fatigue hast. Ja. Ja, zwei könnte ich schon noch gebrauchen davon, sag ich mal so. Oder eine 230er Rüstung. Weil ich glaube, ich will erstmal mehr verteilen. Wir nehmen das mal mit. So, Rüstung gekauft. Ich hoffe, die Leute überleben das. Dass ich jetzt so viel Rüstungen gekauft habe. Du brauchst es nicht, du brauchst es. Kriegst hier eine bessere Rüstung. Da ist eine 150er Rüstung. Moment, haben wir jetzt einen, der noch keinen Battleforged hat, eine 150er Rüstung gegeben? Nee, nee. Gib mal den Battleforged Dude. Die dicke Rüstung. Geht er nämlich von 90 auf 87. So. So, haben wir noch eine 130er Rüstung. Sono hat kein Brawny. Sono wollen wir, glaube ich. Oh ne, Sono hat Dodge, von daher ist der Nimble. Du hast sowieso dann hier die falschen Sachen an. Mach mal das hier. Du brauchst ja mehr Initiative dann. Plus 5, plus 8. Plus 9, plus 9, plus minus. Also minus 9, nicht plus 9. Ja, doof. Du hast noch genug Initiative. Daher kannst du eine 130er nehmen. Würde ich sagen, Xeli. Ja, hier gibt es halt keine Aufträge. Und da gucken wir nach dem Auftrag nach Bergau. Der wird mir jetzt gelegen kommen. Wir haben auf jeden Fall einiges in Upgrades unserer Leute und in unserer Ausrüstung gesteckt. Einiges. So, gibt's denn noch? East Bergau. Yeah, let's go. Das hört sich gut an. Ich glaube, wir haben schon einen ausgegeben. Wenn wir jetzt noch einen saufen, werden Leute besoffen. Das wollen wir nicht. You find the nobleman Sir Tilux and the rather wrecked-looking Xeli III quarreling over the last piece of food on a spit. Apparently the nobleman got his fork to it first, but the nobleman claimed that his high stature granted him the right to the meat. Sort it out yourselves. Dann prügeln sie sich wahrscheinlich. In the comedy of says, was nobleman is low or high born. You know the rule of the land, give the noble what he wants. Wir sind alle gleich. So Tilux get dissatisfied. Das ist mir jetzt egal. To get a piece of land when all this is said and done, yeah? I hope you do, because then I come and knock and show you how nobles really treat one another. He slowly lifts his fork from the spit and immediately shovels the last bit. Okay, wir haben anscheinend kein Essen mehr. Wir haben gar nicht... Wir haben gar nicht so wenig Essen. Wir haben noch zwei Tage Essen. Das ist euer Problem. Wir müssen den Karten mal so kurz umbenennen. Ups. Wir müssen auch schreiben können. Alter. Also das Hin- und Hergehen mit dem Cursor in dem Game ist irgendwie schwierig. So. Satilux the Greedy. Gab überhaupt keinen Grund dafür. Wir haben mehr als genug. Von allem. Das einzige Problem ist, im Süden halt die Sachen wirklich teuer sind durch den komischen Krieg mit den Südländern. Brigands. Ja, ihr seid... Ja, kommt ran. Wenn ihr mit uns fighten wollt, wäre das für mich vollkommen fein. Wir haben auch gerade kein Problem mit Essen. Tools and Supplies. Teuer.
Aber hier können wir den Schund mal verkaufen. Den Schundischund. Den Schund, den Schund. Um wieder ein bisschen Platz zu schaffen. Wir haben noch ein Heater Shield. Hat jemand genug Ausdauer dafür? 55. Du hast genug Ausdauer dafür. Du bist sogar besser, oder? Minus 16, minus 14. Ja, guck mal, das ist sogar weniger anspruchsvoll von der Ausdauer her. Ja, hier, wir geben noch einen aus. Armorer gibt's jetzt nicht mehr. Dann let's go. The Guilders Gleam must be brighter than ever now. The ancient city has fallen under control of the Southerners. Gilded folk will ask the White Ravens to help defend it, or maybe the old gods will need it. Ja. Ich halte mich da ziemlich raus. Mögen die mich eigentlich? Ja, die sind immer noch im Krieg mit mir. A wagon is stopped on the side of the road. You find a man looking at a wide variety of wares. He turns to you and speaks. Ah, Cesar, I imagine you're part of the Holy War, huh? Well, I hope you do right by your gods. I know no coin's important, but there's more to life and more after, understand? If you say so. Okay. Der hat uns irgendwie gesagt, hey, es geht nicht nur um Geld. Alter, ihr wurde... Alter! Ich glaube, die Südländer haben hier ordentlich gewütet. Eins, zwei, drei Sachen. Dreimal gefightet und geraidet worden. Sandstadt. Holy shit! Hier auch gefightet. Alter Vater! Und einfach 900 Coins für nichts bekommen. Well supplied. Well supplied kann man das vielleicht nicht wirklich nennen, würde ich mal sagen. Aber Essen kostet zumindest nichts. Was haben wir hier? Knapp 1000 wieder. Cargo to Gareth Guildmaster in Sandkai. Wir können ja nicht mal... Moment, wir können nicht mal... No, aber das ist billig. Das hätte ich gerne. Und Muni nehme ich auch noch mit. Ich glaube, das ist alles relativ billig hier gerade. Witzigerweise. Was ist mit dem Armorer? Aha, eine Famed Rüstung für 4000. Minus 8 Fatigue auf 129. Das wäre für Nimble insane. Da willst du nämlich die minus 8 Fatigue auf der Rüstung haben. Oder... Leather Shoulder Guards einfach, was plus Durability gibt. Randomly, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das ist halt ungefähr 1 zu 1. Minus 7. Wenn ich minus 8 haben will, will ich die minus 7er haben, ne? Aber das sind meine 2000... Verkaufen ist ja, glaube ich, aber schlecht. Ja, nee, ich will hier nicht verkaufen. Ich will hier nicht verkaufen und... Ja... Einkauf ist okay, aber verkaufen schwierig. Hier haben wir aber schon was dran, ne? Genau. Warum jetzt die 150er hingeschmissen? Da. Da ist noch nichts dran. Und du hast Battleforged. Ja. Bap. Dann hast du es 160. Ja gut, dann machen wir aber hier Sandkai Contract, ne? Let's go. Müssen wieder zurück nach... Moment. Sandkai? Sankai ist da. Oh, scheiße, da habe ich mich vertan. Ja, das wird jetzt ein Stück. Das ist weiter weg, als ich dachte. Das ist deutlich weiter weg, als ich dachte. 5. Alter, 500. Aber der Preis ist gut. Der Preis ist nice. Verkaufen wir mal das hier. Ja, eins davon. Ich glaube, so viele brauche ich davon nicht. Es nimmt nur Inventory Space weg. Whack. Und hier haben wir jede Menge 110er Rüstungen, die wir nicht haben wollen, glaube ich. 190, ja, 90er Rüstung sogar mit minus 10. Die 90er Rüstung, die sind irgendwie komisch. Und die, da brauchen wir auch nicht so viel von. So. Ja. Hier kostet alles mehr, ne? Ja, ja, ja. Also Bergo haben wir richtig gute Preise.
Gehen wir nach Gelbstadt. Gibt's da noch was? Okay, da kommen wir eh bei Nacht an. Dann können wir direkt nach Himmelsdorf durchlaufen. Dann können wir nach Himmelsdorf durchlaufen. Kämpfen ist gerade irgendwie nicht. Ich krieg keine guten Aufträge für Kämpfe. Muss ich mal so sagen. Die Kronen kommen zwar jetzt, aber fighten für XP. King's End Company war da. Ist nicht. So, hier ist Essen günstig. Deswegen nehmen wir da mal ein bisschen was mit. Dat. Der Rest ist aber dafür teuer. Jupp. Weil, aber hier, Good Harvest heißt, Essen kostet 50% less. Das ist gut. Haben wir, doch wir haben einen dicken Crossbow, ne? Wir bräuchten halt irgendwie noch einen Upgrade, irgendwie einen Famed Crossbow oder sowas. Das ist aber unwahrscheinlich. Sandkai ist da oben. Ich habe einen Fehler gemacht. Sandwick und Sandkai. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug Essen erstmal eine Weile. 7 Tage Essen. Let's go. Wir müssen halt das Moor hier. Ich werde halt doch überlegen, ob man das hier nochmal irgendwann angeht. Aber ich will mal gucken, eigentlich normalerweise hast du einen Kampf. Okay, hier, die haben hier wohl gefightet. First Himmelsdorf Company. Ich habe das Gefühl, die Welt entwickelt sich schon weiter. Dort, wo du mehr hilfst, habe ich das Gefühl, entwickeln sich die Dörfer weiter, dass sie auch selber sich mehr aufbauen. Und mehr Trade Caravans und sowas rumschicken. Und dann weniger Brigands rumlaufen tatsächlich, gefühlt. So, hier ist wieder eine Hexe dabei. Erstmal bezahlen. Was haben wir hier? Was? Come sit before the man. Your eyes slim and begin water. He continues. Look, this is going to make me sound like a biggest god and fool. You're coming by, but listen. Many years ago, my firstborn. Okay, hier ist die Hexe. Das ist die Hexenquest. 2000. Boah, okay. Ja, das ist die, aber dass du selber keine Magie hast. So, Untied and Crowns 1600 für Terrorizing Disappearing Villagers. Das kann halt sonst was sein. Intercept all southern raiding parties around Sandstadt. Sandstadt ist halt ein bisschen weit weg. Around Sandstadt ist hier halt hier drüben. Ne? Ich kriege hier eine Quest, um hier was zu machen. Ey, ihr habt doch einen Arsch offen. Ich würde mal sagen, wir probieren mal die Hexe. Wir haben ja heute noch gar nicht neu geladen. Deswegen, wir probieren mal die Hexe. Würde ich sagen. Ja. Stay around. Na dann, stay nochmal around und Gildas Gleam must be brighter than ever now. The fallen star is from the control of the Southerners. Es ist mir so egal. Bei da nehme ich halt echt nicht teil. Wow, uns wurde Met geklaut von einem Dieb. Verdammt. Da ist es. Alone crossing the path approached between a gap of trees. She sauntered with her thighs slipping in and out of a silk dress. Spotless emerald eyes stare between logs of red with licentiousness you haven't seen since you were just a lad. You know this woman is a witch for sure. Perfection can't stand in this world and the paths. Also wir sehen direkt, dass es eine Hexe ist, weil sie viel zu perfekt aussieht. To arms. So, hat 11 jetzt Spinnen dabei. Wir müssen irgendwie zur Hexe durchkommen tatsächlich, das wäre ganz gut. Wir können aber einfach die Spinnen erstmal plätten. Wir müssen den Typ beschützen, ne? Das ist nachts, ist ein bisschen blöd für unsere Schüsse. Ja, du bleibst erstmal da. Irgendjemand hat was gesoffen. Das gefällt mir nicht. Wir warten mal. Die gehen wir an. Werfen, ja, 30% hier, ne? Ist halt schwierig mit Werfen. So, haben wir die platt. Nochmal angreifen dürfen wir nicht.
Schade. Ja, und du stellst dich mal hinter unsere Leute. Da ist die Hexe. Die hat versucht, jemanden zu charmen und hat nicht funktioniert. Sehr nice. Sie hat versucht, John zu charmen. Das Geile ist, je höher die Resolve, desto schlechter kann man gecharmt werden. Sie hat versucht, John zu charmen. Meine Fresse. Peaks. Eingesponnen. Oh. Also dem muss man helfen, ne? Unserem Sono da unten. Auch wenn der mit der Warpick gegen die Rüstung von den Viechern eigentlich ganz gut gewappnet ist. Wir nutzen mal hier den Sonics Hund. Der Hund darf direkt nochmal. Der geht da unten helfen. Sehr schön. Du bleibst da stehen. Dich mach mal rund. Der hat wieder nicht. So, Tilux hat auch Resistance gecharmt zu werden. Wie geil. Ben geht da mal hoch. Wir machen das rund, gehen da weiter. Sehr schön. Peaks. Sehr schön. Let's go. Ja, ich glaube, wir können ja einfach durchgehen. Hexe, hier geblieben. Aua. Guten Appetit. Ja, unser Hund geht auf die Hexe. Nice. Ja, du kannst einfach da bleiben, würde ich sagen. Sehr schön. Bannerlord hat wieder resisted, gecharmt zu werden. Das ist so gut. Das ist so fucking gut, wenn die jedes Mal resisten. Ist da noch was im Weg? Ne, ich kann noch einen Schritt gehen. Hier, noch ein Hund. Zack. Hundeinvasion. Let's go. Müssen wir hier unten rumlaufen, weil wir unten niemanden stehen haben. Sehr geil. So. Nehmen das hier oben. Auf die scheiß Hexe, fertig, los. Nice hit. Darf ich hier verschauen? Genau. Zack! Ach! So gut! Okay, jetzt wurde jemand verflucht. Das ist nicht so angenehm. Ach so, wenn sie jetzt Damage nimmt, wenn er verflucht ist, kriegt er den gleichen Schaden, der Verfluchte. Was ein Problem ist. Tatsächlich aktuell. Ja, weil die Hunde halt auf ihn gehen. Das habe ich nicht durchgedacht, glaube ich. Hat wieder keinen Charme. Ey, das ist so gut. Das ist so fucking gut. Ich darf hier hingehen. Schade. Du musst mal hier befreien. Er ist nicht mehr, er ist nicht mehr. Jetzt können wir ihn angreifen tatsächlich. Sie, meine ich. Ich will, glaube ich, nicht noch mehr Hunde haben, sonst töte ich aus Versehen mal meine Leute. Du hast keine Ausrüstung mehr. Hexe down! Easy peasy lemon squeezy. Überhaupt kein Problem. Völlig entspannt.
Ja, du kannst da bleiben. Mach mal einen ruhigen. So, Hunde regeln da drüben schon. Das ist so gut. Wie gesagt, das war eigentlich... Ne, das war gar nicht so billig, ne? Der andere Hexen-Contract war noch viel billiger. Aber unser Resolve ist einfach durch die 10 extra Resolve so hoch, dass sie keinen einzigen Charm hingekriegt hat. Das ist so krass gut. Du folgst mal lieber, nicht, dass irgendwas von hinten plötzlich kommt. Der Hund hat gerade einfach die Eier zerbissen. So, wir müssen hier schön von oben ranlaufen. Hier noch von unten ranlaufen. Peaks. Du befreist dich mal. Noch einen Hund will ich eigentlich nicht haben. Also Hunde haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal sehr, sehr viele. Hier geblieben. Ha, der Hund. Der Hund folgt. Der Hund folgt. Jetzt könnte ich die Hunde treffen. Das will ich eigentlich nicht. Das will ich eigentlich nicht. Okay, sie hat keinen Bock mehr, die Spinne. Die eine letzte Spinne, ne? Die hier rumlümmelt. Dass ich die überhaupt noch kaputt machen muss, ey. Wie alles auf die Spinne steht, Mann. Moment, hier darf ich, damit ich die Spinne attacken kann, ne? Ja, sehr gut. Nice. Aber wir haben kein Hexenblut. Doch, wir haben Hexenblut bekommen. Mysterious Herbs. Do it look or smell like any you know. Their scent is intriguing and appealing at the same. Can be used to craft items. Aha. Hexenblut. 20 Crowns. 2000 meine ich, nicht 20. Und den Leuten geht's besser. Direkt nochmal einen ausgeben. Gibt's hier irgendwas? If you need of supplies, head over to Old Conrad on the market here in Sankai. Tell him I sent you. Aha. Dann, to Old Conrad on the market, tell him I sent you. Need in supplies. Okay. Ich glaube, es ist einfach nur, dass wir mehr Supplies holen können. You heard what you are looking... That they are looking to hire fighting men at Sandwick? Okay, Sandwick hat halt... Hunt down with terrorizes. Für... 1600. Ja, eigentlich geht's uns... Na gut, die geht's nicht so gut, Sono. Du musst es mal irgendwie tauschen, dass du weniger hittest. Aber ansonsten geht's uns kind of okay. Wir haben keine krassen Verletzungen zumindest. So, du bist Battleforge, du brauchst also eigentlich mehr Fatigue. Defense. Plus 2. Plus 3. Puff. Puff. HP. Defense. 2 Fatigue ist halt nicht viel, ne? Oder halt mehr Damage machen einfach. Schneller töten, was uns tötet. Würde ich nicht Fearsome nehmen wollen, weil wir haben ja hier was, was ein bisschen Armor ignorieren darf. Und er greift ein paar Mal an. Ne, du brauchst noch Brawny. Das ist das Problem. Deswegen hast du so wenig Fatigue. Brawny. So, Sir Tillux. Bei dir das gleiche. Du sollst Battleforged werden. Defense. Fatigue hoch. HP hoch 73 ist eigentlich schon gut. So. Jetzt hast du immer ein Schild. Können wir dir Shield Expert geben? Du bist nicht früh dran. Alone bist du meistens auch nicht. Ja. Ja, das Überlebenssachen hast du eigentlich schon ganz gut. Gebe ich dir Shield Expert, würde ich sagen. Guck mal, meine Moral ist jetzt schon grün, sag ich.
Doch, Bello macht's. Deine Moral ist vor allem grün, weil du Kampf gewonnen hast und weil ich dreimal mit dir saufen war. Und du dich einmal richtig besoffen hast dabei. Deswegen ist deine Moral grün. Aber, ja. So, 80 ist natürlich geil. Was wollen wir noch von dir? Ich muss dir gleich mal Dodge geben. Als Defense-Skill. So kenne ich mich. Also, wir waren dreimal in der Kneipe und einmal davon hast du dich richtig besoffen. So, Moral brauche ich Moral noch. Ich glaube, ich würde mir jetzt halt noch ein bisschen Defense. Wobei du bist. Die Defense wird eh nur. Einfach HP, Range Defense. Range Defense plus 4 ist tatsächlich ein Ding. So. Warte, machen wir Dodge wäre mit dir eine Variante. Wir könnten aber auch Berserk, was uns nicht viel nützt, weil wir mit einer Armbrust eh immer nachladen müssen. Headhunter bringt uns nicht so viel Nimble. Ich glaube, ich würde Dodge nehmen fürs Ausweichen. Oder wir nehmen Gifted einfach für bessere Stats. Ich glaube, ich würde Gifted nehmen. Weil du kriegst nur Melee und Range Defense. 15 obendrauf, weil du bist bei 100 am Anfang. Kriegst du am Anfang 15 obendrauf. Und ich glaube, so viel Fatigue solltest du gar nicht accumulaten. Oh. Ich glaube, ich will Gifted haben. Für bessere Hit-Chances. Nochmal plus 4. Nochmal plus 5. Und... Nochmal plus 4 Range Defense, damit du halt nicht irgendwie abgeschossen oder geworfen wirst. Wäre vielleicht ganz gut. Oder Melee Defense, wenn die Leute halt doch rankommen. Wobei wir dann immer mit Footwork rausgehen können. So. Müssen wir mal gucken irgendwann beim Craften, was ich mit Mysterious Herbs machen kann. Hunt Downward Terrorizes. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmes. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne angehen. Ich würde vielleicht Xan wieder einwechseln für jemanden, der ein bisschen angeschlagen ist, wie Sono. Wobei Sono Stufe 5 ist. Das ist halt ein deutlicher Nachteil, aber du bist halt trotzdem angeschlagen. Mal sehen. Wir probieren es. I accept this contract. Das heißt, wir müssen es nachts machen tatsächlich. Wir müssen jetzt bis Nacht warten. Weil dann kommen die Terrorizers. Himmelsdorf Company ist einfach mal am abchecken. Oh, wait. Hunt down the Terrorizers. Die kommen nicht nachts. Wir müssen es hunten. Die haben nämlich die Spuren. Direwolves. 11 Direwolves. Die könnten noch ganz okay sein. Ja, mit unseren Hunden und so müssten wir die eigentlich hinkriegen, hoffe ich. Let's go to arms. Und wir brauchen den Höhenvorteil. Aber die sind leider sehr, sehr schnell. Wir müssten ihn auf jeden Fall hier hochsetzen jetzt. Mit den Speeren. Okay, sind schon dran, by the way. Ricky, wunderschönen guten Tag. Ricky, dich gibt's wieder. Ich muss mal kurz gucken, weil ich glaube, ein paar von denen sind empowered. Frenzied, genau. Die Frenzied sind die ekligen. Das sind die normalen. Die können, glaube ich, dreimal attacken, wenn ich mich nicht irre. Kann er nicht mehr angreifen. Aber jetzt komme ich gerade noch da hoch. Oh, das ist Ben. Uff. Ja. Ben wird seinen Hund einsetzen müssen zum Ablenken, würde ich mal sagen. Soweit das Maul auf ist, ist desto böser. Ja, ja, ich weiß. Genau deswegen, ja, die Aussage. Wir müssen da ein bisschen aufpassen. Und wir müssen auf jeden Fall hier nach oben, weil da die Party abgehen wird. Da werden wir Unterstützung brauchen. Haben wir hier einen Höhennachteil? Wir haben halt wirklich einen Höhennachteil, ne? Dann machen wir das doch so.
Ricky der Zweite. Ich will nicht Ricky direkt wieder töten, weil er ist erst Level 3. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier hoch. Und setzen uns neben den Hund. So. Hier machen wir den mit Xeli. Halt. Du wartest einfach, Xan. Was? Bin ich Egon alt? Nee, glaub nicht. So. Wirf ihn ab! Ja, dankeschön. Hierhin. Jawohl, nochmal schön gepiekst. Sotilux. Aufschneiden, jawohl. Ja, wenn ich jetzt hier nach vorne steppe, dann greifen die ihn an. Wenn ich da runter steppe, du musst da hoch mit. Du musst zur Masse hin. Oh shit. Wir werden die Hunde brauchen müssen. Mit zum Tanken und zum Festhalten vor allen Dingen auch. Und um sowas jetzt zu nehmen. Weil das Overwhelm ist tatsächlich ziemlich nice, wenn die Hunde das kriegen und nicht wir. Ja, okay, jetzt ist hier unten die Masse. Ende bin ich noch eine Folge hinten dran. Viel zu tun wegen Uni in 2 Wochen. Habe ich 5 Prüfungen. Ja, das glaube ich, dass da viel zu tun ist. So. Jetzt haben wir hier Frenzied. Gib ihm. Ein Hund kostet 3 AP zu setzen. Shit. Kann ich einen runterschubsen? Fast. So, da habe ich einen Höhenvorteil. Sehr gut. Machen wir das da. Hier helfen wir mal dir hier oben, würde ich sagen, dass sie möglichst nicht rankommen. Und du pickst den tot. Den müssen wir jetzt killen. Sehr gut. Felix, du hast, glaube ich, ein bisschen Defense, ne? 34, deswegen übernimmst du mal hier vorne. Du machst den da. Sotilux wird hier hingehen. Das heißt, wir müssen die vielleicht ein bisschen hier oben aufhalten mit Masumodo. Yes, das ist gut, das ist wichtig. So, und du musst jetzt leider auf deine Nahkampfwaffe wechseln. Und den erstmal aufschlitzen, sehr schön. Der rennt schon, der Wolf, hat keinen Bock mehr. Hier sind noch 2 Wölfe, die habe ich nicht vergessen. Und ich glaube, du bist noch eine Folge hinten dran, weil ich glaube, die letzte Folge kommt heute oder morgen. Letzte Folge sagt Greenskin Ork, das stimmt nicht ganz. Das können auch Goblins sein. Und bei dem Geld, was die geboten haben, waren das Goblins. Okay, ich dachte, Greenskins sind immer Goblins. Aber da haben wir noch einen Hund mehr. Hier habe ich das Problem, dass ich immer im Nachteil bin, wenn ich jetzt hier ransteppe und der ist nicht mehr dran. Und daher werde ich mit dir, glaube ich, weiter hier hochgehen. Mit Sacred und da oben helfen. Das sind halt noch 3 und der Rest geht, glaube ich, hier hoch. Deswegen alles in die Richtung. Ja, kein Problem. Ich habe schon mitgekriegt, dass du es eher wahrscheinlich auf YouTube guckst. Und da ist ja auch nicht schlimm. Wenn die Zeit sich halt so ergibt. Das ist schlecht. Dass er den nicht verhindert hat. Das ist schlecht, dass er den nicht verhindert hat, dass er da hingegangen ist. Den kann er 3-mal angreifen. Das ist so bitter. Oh, oh. Oh, wir müssen da unten auf jeden Fall Shield wollen, die nächsten Runden. Der rennt. Der Hund frisst einfach die Wölfe. Okay. Hund. Halt ihn mir vom Leib. Wir können ja versuchen, hier runter zu schubsen, ne? Yes. Dürfen wir halt nur nicht mehr weiterlaufen. Aber das hilft, glaube ich, schon mal ein bisschen. Es ist schwierig, den zu treffen. Mal kurz gucken, wegen den... Danjushka hat Danjushka Defense. Nicht viel. Demnach willst du lieber hier helfen. Wo wir die Überzahl haben.
Der rennt nämlich. Und du nimmst das hier ein und shieldwallst, dass wir dich verteidigen können. So, ja, du hast jetzt halt keine Ausdauer mehr. Das ist halt schlecht. Ben hat halt null Ausdauer. 76, 75. Moment, du bist noch dran. Warte mal kurz. Dass es getroffen hat, trotz Overwhelm, ne? 75er Hit Chance. Yes! Das ist sehr gut, aber wir kommen hier, glaube ich, nicht raus. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben nur 9 Melee Defense und die Skill treffen ganz gut, die Jungs. Ja. So, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir ein Problem. Es wird wahrscheinlich einer gefressen. Overwhelm, Overwhelm. Ja, das ist okay. Das ist auch okay. Das ist okay. Der Hund hält dort gerade einen auf. Das ist super gut für uns. Der trifft zum Glück schlecht. Der trifft leider gut. Oder auch nicht. Hat nur den ersten gehittet direkt. Der Hund greift noch ein bisschen an. Der nächste Hund greift auch noch an. Das ist halt schlecht, der da oben. Aber er hat nur einen von drei getroffen. Das ist sehr, sehr gut. So. Jetzt die Frage. 95 oder 77? Der ist halt gefährlicher, weil er über jemanden steht. Würde ich sagen. Okay, du rennst. Dann gehen wir auf dich, würde ich mal behaupten. Da ist er zwei dran. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich mal mit hier rein. Mit der Anjushka. Sehr schön. Du rennst auch. Da haben wir hier noch einen Frenzied. Momentan streame ich halt selber. Versuche die Tage noch Facecam einzurichten. Der Zell lebt bei mir Kingdom Come Deliverance neu voll gut und mit den ganzen Updates, DLC, Battle Bros aus der Ego-Perspektive. Stimmt, ich bin dir schon gefolgt. Ha! Leute, also falls ihr Kingdom Come Deliverance sehen wollt, Danjushka hat euch, Danjushka, Ricky hat euch. Jetzt habe ich irgendwo Danjushka vorhin gelesen und war direkt verwirrt. So, der rennt. Wir müssen den noch. Ich glaube, hier unten ist gerade so der Punkt, wo wir hin müssen. Auf jeden Fall nice, wenn das bei dir alles funktioniert. Weil, hast du nur eine Webcam? Webcam ist so ein heftiges Ding, finde ich. So, wished overwhelmed. Ist immer noch 51% trotzdem. Okay, der hat auch keinen Bock mehr. Sehr gut. Du gönnst dir den als Kill. Wir gehen auf den. So, jetzt haben wir hier den einen, der noch hier noch unten rumlungert. Das kriegst du ja wohl hin. Wir müssen auf den Frenzy mit zur Tillux gehen. Das ist vielleicht eine schlechte Option, wo ich jetzt gerade bin. Den kann ich treffen. Sick. Sehr gut, bin ich den losgeworden. Wir können noch einen Schritt runter gehen. Sehr gut. 1020. Ja, dann ist das eine ganz gute. Ich habe, glaube ich, eine 600 irgendwas von Logitech. Nein! Nein! Einer meiner Wuffis wurde gefressen. Aber die haben so viel Arbeit gemacht gegen diese Wölfe. So fucking viel Arbeit, wie früh sie sie abgefangen haben. Das war so gut. Das hat mir so viel bei diesem Rudel geholfen. Ich weiß nicht, ob es deiner ist tatsächlich. Ich glaube gar nicht, dass es deiner ist, oder? Das könnte sogar deiner sein, des Bellotodes. Habe ich mir für Corona gekauft wegen der Uni. Okay. Ich gehe mal hier rum. Okay, der hat auch keinen Bock mehr. Für Corona musste ich mir, glaube ich, nie irgendwas kaufen, großartig. Aber ich hatte das auch, ich hatte halt das alles schon. Okay, der rennt auch, das hätte ich gar nicht hier steppen müssen. Na gut. So, Tillux, ran da. Okay, der hat auch keinen Bock mehr, sehr gut. Jetzt rennen sie alle.
Das ist perfekt. Dann können wir sie einfach jetzt niederschnetzeln. Ich sehe halt nichts da unten. Oh, ups. Das war falsch. Der Prof wollte immer Leute sehen. Okay. Weird Prof. Nee, nee, wir wollen die Hyänenfälle haben. Die Wolfsfälle haben. Deswegen müssen wir die ja schon auch noch abstechen. Nice. Unusual Large Wolf Pelt. Haben wir einiges gekriegt. Sabertooth. Ja. Leaf. Also wir haben einen Hund verloren, dafür, dass wir 11 Wölfe gekillt haben, wo irgendwie noch 4, 5 dabei waren. Für 1600, 300 Einsatz ist ganz okay. Gab das irgendein Level-Up? Es gab ein Level-Up für Ricky. Woohoo! Yes, Ricky. Wir wollten dich zum Nimble machen, also brauchen wir das auf jeden Fall. Und Defense. Und plus 3 HP ist okayisch, glaube ich. Aber ich glaube, ich will noch ein bisschen mehr. 60 Skill hätte ich schon ganz gerne, dass du ein bisschen hittest wenigstens. Ich verkaufe das halt meistens an der nächsten Stelle. Also ich benutze es halt nicht lange. Also das ist tatsächlich ein guter Punkt. Weg damit. Aber ich weiß, es kann krank machen. Hallihallo und dann Yushka. Let's go. Wir haben hier sogar mal halbwegs günstige Sachen, die wir kaufen können. Also sowohl die Ember Shards mit 280 kann man, glaube ich, für Gewinn verkaufen. So 300 kriegt man relativ schnell. Also hier, das sieht gut aus. Wir nehmen mal die Ember Shards mit und wir nehmen mal noch 40 davon mit. Und die Wolfpelz kann man, glaube ich, craften. Ne? Wir müssen mal wieder zum Crafter gehen. Ja, yeah, ich war richtig pleite. Ich habe heute sehr viel einfach nur gesagt, okay, wir machen einfache Contracts oder halbwegs einfache Contracts. Wir haben auch geguckt bei neuen Leuten. Wir sind jetzt am Leveln. Wir wollen Geld für Ausrüstung, wir wollen Leveln. Das ist Prio Nummer 1, um uns aufzubauen. Wir haben heute auch schon ein paar Leute in Rente geschickt, wo es nicht so gut lief. Und zur Tillux und Sona haben sich richtig besoffen. Genau. Also da bin ich gut dabei. Und was war das hier nochmal? Ja, nee, Intercept. Sowas wie Southern Raiding Parties lasse ich halt jetzt einfach. Also das war eine absolute Katastrophe immer. Die waren viel, viel stärker als ich. Das lasse ich einfach sein. Das mache ich halt gar nicht. Gehe ich nicht an. Das gehe ich nicht an. Ja. Und wir haben die neuen Leute auch relativ schnell hochgezogen, weil wir den, ich glaube, ein paar von denen haben wir Student gegeben. So, hier können wir direkt einen neuen Hund kaufen. Ja. Jetzt können wir mal kurz gucken, war es deiner? Guck mal, Sonic, seiner lebt noch. Was, Ricky seiner? Ich glaube, Xeli? Nee, Sotilux seiner ist gestorben. Es war der Hund von Sotilux, der gestorben ist. Die sind schon richtig schlimm, liebe Orks und Hexen. Ja, so ungefähr. So ungefähr, ja. Das ist so krass. Also, wie sehr die mir aber auf die Fresse gegeben haben. Was kann man hier kaufen? Essen? Hier können wir noch mal ein bisschen Tools und Supplies. Ein Falke. In Falken? Ich bin am Überlegen, ob ich den doch mitnehmen will. Er ist auch relativ günstig. Da weißt du halt direkt, wo die Leute sind. Die können die Gegner sich halt nicht verstecken. Ich gehe mal kurz aufs Klo und denk drüber nach. Bis gleich. Der ist, also im Wald verstehe ich, warum er gut ist. Aber warum ist der gut gegen Necro, Ricky? Du meinst, weil die Necro-Servants eher aufdeckst und die dann eher ran teleportieren oder was? Oder warum? Aber ich glaube, ich würde das Geld eher mal benutzen für einen Sergeant. Weil den bräuchte man noch. Ja, Drill Sergeant für 3.500. Brauchen noch ein bisschen Geld, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, doch die nächste Step. So, hier gab es, glaube ich, nichts. Ach nee, wir wissen nicht, was wir wollten. Was wollt ihr denn? Da, 2600. Nein, ich will keine Southern Radiant Parties intercepten. Fickt euch. Hat irgendjemand eigentlich eine Verletzung? Oh, wir haben Level-Ups. Oh, wir haben hier auch Perks vergessen. Perks!
So, du kriegst auf jeden Fall Dodge direkt. Moment, kriegst du Dodge? Warum hast du sowas schwer? Wieso bin ich dumm? Wieso habe ich dir die schwere Rüstung gegeben? Hä? Du sollst safe in Nimble Tank werden, wenn du 3 Sterne Melee Defense hast. Warum hast du die fucking schwere Rüstung an? Ich bin hart irritiert. Also auf jeden Fall kriegst du Dodge vom Skill her. Wo der Necromancer steht. Ach so. Ja gut. Der steht immer rechts. Warum hast du die... Das ist halt übelster Mist. Mit mehr als minus 10 will ich auf ihm nicht haben. Habe ich noch eine minus 10? Ich habe noch eine minus 10er Rüstung. Sehr gut. Minus 10 und 5. Ja, weit rechts. Ja. So, du solltest ein Lone Wolf Duelist, glaube ich, werden im Zweifel. Von daher, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und so viel ihn, wie du hattest, glaube ich, auch mit Dodge, dann den Nimble Tank Duelist. Moment, was hatten wir hier? Plus 3. Auf jeden Fall das, auf jeden Fall das, auf jeden Fall das. Und Kolossus. Im Hinterhalt auch gut. Stimmt, da weißt du auch direkt, wo die Leute herkommen. Kann man sich ein bisschen besser aufstellen, hast schon recht. Du bist besoffen? Ist besoffen eigentlich auch in Reserve okay? Hm. Weiß ich nicht. So, und was wollten wir aus dir machen? So viel Defense hast du gar nicht. Du bist auch ein Battleforge Tank, vielleicht, glaube ich. Plus 1 Defense. Und da bist du kein Battleforge Tank. Du bist, glaube ich, eher ein Backliner tatsächlich wieder an der Stelle. Wenn ich das so sehe. Weil du kriegst sau viel Melee Skill. Ja. Würde ich sagen. A Backliner? Was habe ich mir gedacht bei dir? Keine Ahnung mehr, was ich bei dir mir gedacht habe. Muss ich doch irgendwann dazu schreiben, was ich mit den Leuten machen wollte. Oder halt doch Battleforged einfach, wegen Ausdauer und Battleforged und Bam rein und dann halt hoffen, dass die Rüstung hält. Das wäre dann so ein bisschen Spray and Pray. Das würde aber auch bedeuten, wir bräuchten HP auf dir. Und du kriegst auf jeden Fall Student dann, damit du dich schneller entwickelst. Wo läufst denn du lang? Hab ich gerade Dammwald angeklickt? Das ist dumm. Ich will hier nach Süden. Sandwick, da will ich hin. Irgendwie hab ich mich da verklickt. Gibt's noch Sachen zu reparieren? Ja, aber da ist es egal. So. Also hier ist auf jeden Fall Party, ne? In dem Sumpf. 22 Leute laufen da rum, ey. Holy shit. Sono ist noch voll happy. Den würde ich aber eigentlich gerne wieder einsetzen. Frage ist, für wen? Für Xili vielleicht? Oder für Xan? Weil er ist echt ein guter. Der hat... Ne, der ist gar nicht mehr so gut. Warum hat denn Sono vorhin 70er Skill gehabt? Hä? Ich bin verwirrt. Mit der Festung da links, du meinst mit dem da? Könnte man noch machen. Habe ich mich jetzt drumherum gedrückt, ist schon ewig alt das Ding. Also, schon seit Ewigkeiten da. Habe ich mich bis jetzt drum gedrückt, weil kriegt dafür ja nicht viel. 1300, Tannheim, Nordosten, das wäre okay. Achso, wir haben jetzt das. Na gut, gehen wir nach Tannheim. Let's go. Bisschen fighten. In der letzten Folge am Anfang aufgedeckt. Gefühlt schon ewig, weil die letzte Folge ist ja... eine Woche her.
Also, die ist literally eine Woche her, wo ich es gespielt habe. Taken the Ancient City, ja, ist mir egal. Das wird hoffentlich irgendwann Dragging On. Raging waren wir hier eigentlich schon mal. End the War Between North and South. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle ein bisschen erschöpfter sind und man kann sich jetzt ein bisschen mehr einmischen und irgendwas bestimmen. Aber ich habe halt echt Angst. Ich habe das Gefühl, um die Südländer gut zu bekämpfen, die haben ja auch diese Kanoniere, die so ein AOE immer haben und auch die Dudes, die mit zweier Range von hinten stunnen können. Ich habe das Gefühl, um die Südländer gut zu machen, brauchst du entweder sehr viel Defense oder Leute, die im 1 gegen 1 gut kämpfen können. Die sind halt weit auseinander, die hohe Initiative, also eigentlich Nimble Tanks. Hohe Initiative mit Overwhelm und dann ab und zu nochmal hitten. Oder Lone Wolf, ja, dann, also du musst halt wirklich weit auseinander begeben, damit die halt ihre komischen Overwhelm-Shots nicht auf 5 Leute hitten. Corbett in the Sand and up in close expectation find they are all southern women and what looks like a man who could possibly be on a vizier's council. All their heads have been removed and placed upon their backs. The eyes fade in their buttocks. You are not sure what any of this means, but no doubt it's the result of internal quarrels within the vizier's own ranks. Oh, okay. Die Visiere mögen sich nicht mehr gegenseitig.